Ja, wir sind hier in Gammelbro Camping. Wir gehen gerade ins Meer. Wir haben auch ein Zimmer mit Meerblick und nehmen euch wieder ein bisschen mit in den Urlaub. Davor haben wir im Vlog schon den Bremen-Dings-Trip gesehen. Könnt ihr vielleicht nochmal reinschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, aber war auch cool da. Auf jeden Fall dieser XXL-Vlog ja. Mit ganz vielen verschiedenen Sachen mit dem. Wo waren wir zum Beispiel? Im Bremer Universum, im Zoo, Klimahaus und jetzt hier ein bisschen entspannen am Meer mit Lea. Entspannen am Meer mit Lea? Ja, ich habe so eine heftige Panther-Badehose an. Mein Bikini ist aber auch cool. Okay. So eine Camouflage. Okay. Wir sind angekommen am Meer. Das ist ein kleiner Durchgang nur. Enjoy, man. Enjoy. Aber so richtig dreckiger Strand mit diesen ganzen, ja, was auch immer, das sind Algen. Und dieser ganzen Matschepampe, die hier angespült wird. Hier kann man auch gar nicht so gut schwimmen, aber ein bisschen weiter vorne ist strandmäßig ein bisschen Sand. Entspannter ist zwar auch viel im Wasser, aber da kann man rein. Auch viele Krebse, ich finde gleich bestimmt auch noch einen. Kann ich dann auch einmal zeigen. Auf Pfadfinder angelehnt. Komm, die müssen ins Wasser schmeißen. Guck mal, wie süß der ist. Ja, die müssen ins Wasser schmeißen. Voll die Arme. Komm, wir müssen die ins Wasser reinlegen. Ja, mach mal. Meinst du, die schwimmen dann noch weg? Ich glaube, die sind schon tot. Leider. Ja, der lässt sich voll bewegen. Hier, Vorsicht, nicht reinspringen. Aber ich bin in der Mitte. Guck, da habe ich schon einer. Kannst du meine Latschen bitte nehmen? Das ist ja verstehen. Guck mal, siehst du so gerade da? Heftig, oder? Ja. Stell dir mal vor, du gehst hier so schwimmen und dann. Da ist noch eine. Hey, da ist noch irgendwas da im Wasser. Hier, das ist eine Eige. Guck mal, wie heftig, oder? Ja. Und da ist ein Lichtchen daneben. Guck mal, siehst du den? Wie heftig ist das? Da hinten, beim Weißen irgendwie. Siehst du? Ja. Ein großer, der lebt wahrscheinlich da rein, ne? Weil ich angespielt bin. Ich sehe den aber nicht auf der Kamera. Siehst du den? Klar, das Wasser ist, oder? Ja, das ist voll schön sauber, ne? Voll krass, aber eigentlich... Wenn ich da reinfalle und Mama hier wäre, müsste wieder reinspringen und mich rausholen. Guck mal, das war so viele. Oh, so viele kleine Fischis. Oh, hätte ich mir doch diesen Kescher gekauft, Alter, für 2 Euro. Das ist richtig viel, ne? Ja. Thank you.
rauskommen. Wenn ich hier rein. Guck mal, der haut gerade ab. Und die kämpfen weiter. Der eine, der läuft komplett weg. Die ist richtig groß, siehst du die? Da, die rote. Was ist das? Eine Qualle, das tut weh, wenn du die anfällst oder die sich berührt. Guck mal, die lebt noch, wie die hierher schwimmen. Sieht aus wie ein Basketballkopf. Direkt hier drunter. Ja, wie cool. Schiff überwachen im Zweiten Weltkrieg. Ja? Ja. Da guckt man raus. Ja, man hat es halt besser gesehen. Alles voll? Das ist, glaube ich, eine Wassermine oder so. Können wir auch raus? Ja, du kommst ja nicht die Ecke rein, oder was? Ja. Ich komme da hin. Danke.
Er steckt fest. Oh, gleich kippt der um, Stein. Oh, gut. Er hat den gerade voll geschleppt die ganze Zeit. Okay. Oi, oi, oi. Wir gehen den Weg jetzt zum 60. Mal. Ja, ist ja auch der Weg zum Strand. Aber das ist der Weg zum Strand, deswegen ist okay. Und dann gehen wir heute rechts lang und nicht links rum. Willst du mein Outfit auch zeigen? Sehr peinlich. Nee, sein Regenponcho mit Clogs. Und mein Outfit of the Day ist Regenjacke mit Jogginghose und Adiletten. Ja, weil die schlimm eigentlich nicht schade. Die Hand fein machen. Nein, guck mal, legst du dieses Gras auf Zunge, dann sagst du Trachter. Das sind Herzen. Ja, das sieht in meinem Mund noch gut. Wir haben einen Frosch gefunden. Cool. Und hier sind so richtig viele Max-Schnecken. Ich dachte, dann ist hier dieser Weg. Nein. Nein? Nein. Kann man hier geradeaus spazieren oder joggen? Dann haben wir ein Big Up auf uns am Meer. Da geht die Fähre gerade zur Insel. Aro. Wir gehen heute nicht links rum, sondern rechts rum. Irgendwas zu Fuden geklaut hier. Oh. Da. Das sieht cool aus. Der Schwein ist auch gekommen. Der da ragt raus. Cool, oder? Oder? Ja. This is our little friend. If this is not good. Nein. Also mit dem Schuh. So ein feiny Froschi. Wenn du näher gehst, dann springt er eh. Oh, er hat's nicht geschafft! Nein, Bro! Guck mal, was hier wächst. Was wächst da? Pfirsiche. Pfirsiche? Ja. Sind das Pfirsiche? Warum? Ja, meine ich ja. Wow, oh, die sind richtig köstlich. Ja? Mhm. Danke. Dann ja. Gut, ne? Schon gut. Weil es illegal ist. Ja, deswegen noch besser. Schmeckt echt richtig gut, Mann. Voll süß. Also wenn ihr hier seid auf Aro. Probieren. Das sind so diese Weinreben. Weingarten. Und Wein kann man kaufen. Köstlich. Na? So einen hier.
Methode, ne? Gewesen. Heute Abend gibt's schönen Wind. Der schwimmt da. Da, das ist ein Delfin. Aber hier vorne war der. Oh, guck mal, der ist ausgestorben. Guck mal. Der ist richtig nah. Der hat so Geräusch gemacht. Echt? Ja. So. Oha, wie schön. Siehst du ihn nochmal gleich? Da musst du schnell sagen. Wie der gesprungen ist. Da ist auch wieder einer. Oder zwei. Genau da war gerade einer. Da. Nochmal. Wie nah, oder? Boah, ich komme gar nicht klar. Man sieht es überhaupt nicht auf der Kamera, aber man sieht halt immer nur so. Ja, den halben Delfin Brücke, so. Oder? Das sieht so wild aus. Heftig. Aber ist auch fast bei der. Zwei Stück. Ich finde das heil. Warum sind die so schwarz? Ja, die da zusammen schwimmen, oder? Ja, guck mal, wie lange die gerade oben sind. Und man sieht auf dem Video nur so einen schwarzen Punkt, so einen Fleck. Ja, vielleicht ist das ja doch ein Hai. Nein. Wie die Flosse da immer rausschaut. Voll heftig. Oha. Da hat man jetzt gerade schon ein bisschen mehr gesehen. Sind das noch mehr als zwei? Also ich meine. Ja, ich meine da, wo die jetzt gerade schwimmen. Voll cool. Die soll mal ein bisschen näher kommen, oder? Ja, Mann. Und dann sieht man nicht mehr so richtig, oder?